Morgen zusammen. Ja, Space Days von der letzten Videoreihe, das war ja mal ziemlich daneben, um es mal gelinde auszusagen. Also, das muss ich noch kurz korrigieren, so geht es natürlich nicht. Das war ja der totale Schwachsinn. Ja, don't drink and drive, kann ich nur sagen. Ne? So, jetzt erstmal nochmal die Weiterentwicklung der Spritherstellung. Also erstmal der Scheiß hier ist weg. Hier nix, Base. Ich habe es jetzt einfach so eingestellt, dass der heiße Sprit in einem Tempo reinfließt, dass es mir hier die Leitung nicht zerreißt. Fertig. Und außerdem der totale Schwachsinn. Ich hatte hier diese kleinen Tanks dran. Diese von den Pipe Utilities. Ich zeig's mal kurz. Wo ist mein Zauberstab? Da ist mein Zauberstab. Hier, diese Tanks, die man so hinschrauben kann an die Leitungen. Ne? Und wenn man die hinschraubt, die sind natürlich nicht isoliert. Also braucht man sich nicht wundern, wenn es warm wird auf Vulkan. Okay, also so viel mal dazu. Kurz Korrektur vom letzten Space-Base-Video. Also, aber nichtsdestotrotz, es geht noch weiter, es geht noch weiter, weil ich nicht genau weiß, was wir brauchen. Ich stelle jetzt hier auch nochmal flüssigen Sauerstoff her und flüssiges Nitro. Wir sind immer noch nicht so weit, aber wir sind schon kurz davor, dass dieser Durchlauf jetzt hier mal startet. Hier ist noch nichts drin. Hier ist ein bisschen was drin, aber es liegt am Aufbau. Was ich jetzt hier noch mache, ich nehme jetzt hier auch von der Sauerstoffleitung, riegel ich hier hinten ab. Ah, hier habe ich eine geniale Konstruktion. Weil wenn dieses Ventil offen ist, dann kühlt es ja das Gas runter bzw. hoch. Und dieses Ventil schalte ich immer ein, wenn hier Nitro reingepumpt wird. Ich sage mal Nitro, aber das stimmt gar nicht. Das heißt eigentlich Nitrogen. Das ist eigentlich Stickstoff. Und Nitro, ich sollte das besser ausdrücken, mit Nitro meine ich ab sofort immer diesen Nitro-Sprit. Also Nitrooxid sozusagen. Okay, also hier auf jeden Fall, wenn das hier reingepumpt wird, das ist der letzte Durchgang, dann ja, wird auch der Sauerstoff reingepumpt, runtergekühlt und so weiter. Das kontrolliere ich hier mit diesem Chip und der Trigger, damit das hier überhaupt losgeht. Da lese ich hier bei diesem Ventil, lese ich an, ob es ein- oder ausgeschaltet ist. Und das wird hier ein- oder ausgeschaltet von dem anderen Chip, von dem hier. Damit habe ich sozusagen einen direkten Übergang und kann die Logiken verknüpfen, dass sich das wunderbar einreiht. Genau, also so viel mal dazu. Und hier sind wir bald soweit. Da sind wir jetzt gerade im Runterkühlprozess. Der kühlt jetzt noch einmal runter. Wir schauen auch, ich habe gesagt, solange er unter 1000 Liter ist, die werden wir jetzt wahrscheinlich erreichen in dem Durchgang. Und der nächste Durchgang. Der ist dann wirklich, dass es alles gescheit runtergekühlt wird und wenn es dann richtig runtergekühlt ist, dann fängt hier auch die Nitro-Produktion und Sauerstoffproduktion an. Also das Verflüssigen. So, aber was ich jetzt hier eigentlich herzeigen wollte, es hat sich wieder was getan. Solange das ganze Zeug runterkühlt, habe ich hier mal was vorbereitet. Und zumindest schon mal die ersten Anfänge. Ist der Aufbau der Rakete jetzt. Also hier kommt jetzt erstmal dieses heftige Triebwerk rein. Pressure Fed Liquid Engine. Ja. Genau, und da kann ich mal zeigen, wie ich mir das vorstelle. Ich habe immer noch keine Ahnung, das sind meine ersten Experimente. Also dieses Triebwerk, wenn wir es uns mal kurz anschauen. Pressure Fed Liquid, da sind wir. Genau, also dieses Triebwerk will ich betreiben. Und da kann man hier lesen, es gibt zwei Anschlüsse. Also der erste Anschluss, da muss einfach flüssiger Sprit rein. Das ist das, was ich jetzt gerade herstelle. Und es gibt noch einen zweiten Anschluss hier. Da heißt es, dass hier ein Heat Exchanger reinkommt. Ja, ich vermute mal, also wenn die das so ein bisschen mit echten Raketen nachentwickelt haben und man weiß, wie jetzt so echte Triebwerke aufgebaut sind. Dann gibt es natürlich dieses Kühlgas, was dazwischen ist. Das trennt die Außenwand und die Brennkammer sozusagen miteinander, dass da kein Wärme übertragen wird. Nur mal schauen, was passiert, wenn man das nicht macht. Ich vermute mal, dann werden die anderen Teile heiß oder die Gase heiß. Also wie auch immer, ich habe mal
hier was vorbereitet. Also hier kommt das Kühlgas rein, habe ich mir gedacht. Da will ich Stickstoff verwenden. Dann habe ich hier den normalen Tank. Der ist hier oben. Hier kommt der normale Sprit rein. Hier ist noch eine kleine Erweiterung und so weiter. Auf jeden Fall, der normale Sprittank, wenn der weniger wird, dann sinkt ja der Druck im Tank. Und wenn der Druck im Tank sinkt, verdampft mehr. Und dann verdampft auch mehr Sauerstoff, weil der halt zuerst verdampft. Und damit würde sich wahrscheinlich mein Mischungsverhältnis ändern. Und um dem entgegenzuwirken, habe ich mir jetzt was überlegt. Da weiß ich noch nicht, wie das funktioniert. Und zwar will ich hier oben, habe ich einen Tank jetzt noch dazu gebaut für reinen Sauerstoff. Das ist das, was ich gerade gezeigt habe, was ich aufgebaut habe. Da ist der Plan folgender. Hier oben kommt flüssiger Sauerstoff rein. Dann geht es hier weiter. Hier haben wir einen Expansion Valve. Da kann es dann verdampfen sozusagen. Und nach dem Expansion Valve kommt hier ein Pressure Vent Valve. Und die will ich, dass der immer dafür sorgt, dass in dem Tank immer 2 Megapascal Druck drin sind. Wir können mal kurz schauen bei Oxy. Ich mache jetzt mal wieder Celsius. Also ich werde so um die 170 Grad werde ich ungefähr liegen. Ja, hier bräuchte ich 238 Kilopascal oder 284 Kilopascal. Damit es flüssig ist, wenn es ein bisschen runter geht, die Temperatur. Ja, also man sieht, wenn ich hier 2 Megapascal reinpumpe, dann kann die Temperatur theoretisch runtergehen bis minus 134 Grad, ohne dass mir hier alles gleich kaputt geht. Ich habe noch keine Erfahrungswerte, also insofern, ja, ich warte jetzt noch, bis das Zeug runtergekühlt ist. Auf jeden Fall, das ist der Plan. Ja. Und ansonsten habe ich halt hier einen Platz ausgefüllt. Avionics, der Uplink oder beziehungsweise Downlink. Hier ist noch so ein Chip drin, Circuit Housing. Und ja, nächste Stufe ist halt hier mein Scanner drin. Und hier oben habe ich noch 2 Batterien reingeschraubt. So. Jetzt geht es erstmal darum, hier den Tower noch fertig zu machen. Damit das hier alles soweit ready to go ist und eine neue Kommando-Einrichtung, also mit dem Computer oben und ein Uplink, muss ich noch hinbauen. Ja, genau, das ist mal ein kurzes Update, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Und dann werden wir uns sehen, wenn es wieder was Neues zu verzapfen gibt. In diesem Sinne, schönen Tag noch, Servus.